Wir sind heute hier vor dem italienischen Gericht in Bozen, weil wir als Südtiroler Freiheit ja angezeigt wurden wegen unserem Ärzteplakat, mit dem wir darauf aufmerksam gemacht haben, dass es eine Gefährdung für die Gesundheit der Bürger in Südtirol ist, wenn die Ärzte in den Südtiroler Krankenhäusern nicht mehr die deutsche Sprache sprechen. Denn Deutsch ist ja die Sprache der Mehrheitsbevölkerung in Südtirol. Wir hatten mit einem Plakat darauf aufmerksam gemacht, wo wir auch gesagt haben, hier stirbt das Recht auf Gebrauch der Muttersprache. Wir wurden daraufhin von Neofaschisten und von einer italienischen Ärztevertretung angezeigt und wir sind heute hier vor Gericht, um der Untersuchungsrichterin zu erklären, was die Beweggründe für dieses Plakat war und was es auch immer noch ist. Denn wir hatten ja von Anfang an gesagt, die Kritik richtet sich ja nicht gegen die Ärzte, auch nicht gegen ihr handwerkliches Können, sondern gegen ein System, das es zulässt, dass in den Südtiroler Spitälern immer mehr Ärzte angestellt werden, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Das hat nicht nur Auswirkungen für die Patienten, denn wenn ein Arzt und ein Patient sich nicht mehr unterhalten kann, dann leidet darunter auch die medizinische Behandlung, denn der Arzt versteht nicht, was dem Patienten fehlt und der Patient versteht nicht, welche Maßnahmen und welche medikamentösen Behandlungen er ergreifen muss. Also das kann auch bis zum Tode führen, da hat es Präzedenzfälle bereits gegeben. Und wir wollen mit diesem Plakat einfach aufzeigen, dass das nicht in Südtirol so weitergehen kann. Unterstützt werden wir darin auch durch eine Untersuchung des Südtiroler Statistikinstituts ASTAT, welches alle 5 Jahre ein Sprachenbarometer veröffentlicht. Und wenn man sich das anschaut, dort erheben sie, wo es zu den meisten Verletzungen im Gebrauch der Muttersprache kommt, dann steht der Sanitätsbetrieb nach den Carabinieri an der Spitzenstelle. Es zeigt uns das also, dass hier Handlungsbedarf ist und dass wir mit unserer Kritik und auch mit unserem Wachrütteln hier richtig gelegen sind. Ich habe der Richterin detailliert berichtet aus meiner jahrzehntelangen Tätigkeit und aus meinem Kampf für Gebrauch der deutschen Muttersprache, für das Recht auf Gebrauch der deutschen Muttersprache und gegen die Diskriminierung der Bürger deutscher Muttersprache. Ich habe ihr berichtet von meinen eigenen Erfahrungen mit Ärzten, die kein Deutsch sprachen. Ich habe ihr klargemacht, dass ich voll und ganz hinter diesem Plakat stehe, weil auch ich der Meinung bin, nach all dem Kampf, die ganzen Jahrzehnte durch, bis heute immer noch es so ist, dass es zwar meines Wissens keinen einzigen Italiener gibt, der nicht immer und überall in Südtirol in öffentlichen Ämtern seine Muttersprache gebrauchen kann, aber es jeden Tag vorkommt, dass irgendwo in einem Amt ein Bürger deutscher Muttersprache eben nicht dieses gleiche Recht hat und dass es daher bis heute eine untragbare Diskriminierung diesbezüglich gibt. Es handelt sich um ein Verfassungsgesetz, also nicht um eine kleine Bestimmung. Und dass es höchste Zeit ist, dass man auch mit drastischen Mitteln auf diesen Missstand aufmerksam macht und weiter dafür kämpft. Denn ein Recht stirbt, wenn man es nicht gebraucht. Deshalb an alle unsere Landsleute, sorgt dafür, dass dieses Recht nicht stirbt. Ihr müsst es anwenden, ihr müsst es verlangen.